So, Freunde, willkommen zurück zur vielleicht letzten Folge von Last of Us 2. Wir sind in unserem schönen Landhaus. Tommy war bei uns und hat uns gesagt, dass Abby auf einem Segelboot mit Lev ist. Ja, er hat uns dafür verurteilt, dass wir da nicht hingehen und Abby töten. Ich meine, Abby hat den Kampf gewonnen, ja. Ja, aber jetzt sieht es wohl so aus, als hätten wir Gewissensbisse und wollten wohl abhauen. Also, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß. Achso, du machst nur das Fenster zu. Ich dachte, du kletterst jetzt raus. Haus ab. Trinken wir uns erstmal was. Ja, das ist nicht die Küche, aber wir können ja mal gucken. Vielleicht können wir hier irgendwas. Achso, wir machen erstmal alle Fenster zu. Gute Idee. Oh. Die Gitarre. Spielen wir wieder was, worauf es dann ein Copyright gibt, also was soll's, egal, komm, lass uns spielen. Geht das wieder los, wie ging das nochmal? Ach ja, so ging das, genau. Ah, sehr schön. Bin ich jetzt wieder. Definitiv in der Vergangenheit. Definitiv. Ich hasse sowas. Wem sagst du das? Dein Alter hat mich heute zur Brust genommen. Um was ging's? Wieder eine Predigt über meine Patrouillen. Geh nicht hierhin, geh nicht dahin. Komisch, wie engagiert er immer ist, wenn du eingeteilt wirst. Ja. Sie macht eine richtige Show draus. Gebt euch beiden 2 Wochen, dann seid ihr wieder zusammen. Wohl kaum. Hat sie was zu dir gesagt? Sagen wir 1 Woche. Ellie! Hey! Wo hast du gesteckt? Jetzt bin ich ja hier, oder? Dina? Jesse? Komm mit. Hey, denkt dran, dass wir früh los müssen, also ruht euch aus. Ja, Sir! So ein Arsch. Ach komm, fang du nicht auch noch an. Okay, ich habe eine sehr ernste Frage an dich. Wie schlimm rieche ich? Wie ein dampfender Müllberg? Oh, okay. Oh. Wie ist das? Eklig. Dir gefällt's doch. Jeder Kerl hier drin starrt dich gerade an. Vielleicht starren sie auch dich an. Unsinnig.
eifersüchtig? Ich bin nur ein Mädchen. Keine Bedrohung. Ach, Ellie. Ich glaube, sie haben Grund, dich zu fürchten. Ach, es ist so wunderschön. Familienfest. Und? Ist ein Problem. Sorry. Tut uns leid. Denkt nächstes Mal dran, wenn Kinder da sind. Ja, weil du ja so ein tolles Vorbild bist. Aha. Genau das hat uns noch gefehlt. Noch eine vorlaute Lesbe. Oh, wow. Was zur Hölle hast du da gesagt? Ellie, lass gut sein. Piss dich gefälligst. Hände weg von mir. Hey. Es reicht. Alter, gib ihm. Komm mit. Gib einmal aufs Maul. Was ist mit denen? Kümmer dich um dich selbst. Los, gehen wir an die frische Luft. Alles okay, Kleine? Was ist los mit dir? Er hatte nicht das Recht. Und du etwa? Scheiße, ich brauch deine Hilfe nicht, Joe. Okay. Bin gespannt, wo wir jetzt landen. Okay. Home Sweet Home. Bediener und Baby. Hey. Ewig her, dass er so lange geschlafen hat. Hm? War ein langer Tag. Ja. Er ist okay. Komm ins Bett. Wir reden morgen darüber, okay? Ich muss es beenden. Du bist Tommy nichts schuldig. Ich kann nicht schlafen. Nicht essen, ich bin nicht wie du, Dina. Was? Meinst du, mir fällt das leicht? Für dich und für ihn halte ich durch. Ich liebe dich. Beweis es. Bleib. Ich kann nicht. Und jetzt? Soll ich hier rumsitzen und auf dich warten? Für wer weiß wie lange, während du die ganze Zeit über tot sein könntest? Ich hab nicht vor zu sterben. Ach ja? Tja, Jesse auch nicht. Oder Joel. Hey, warte. Hey. Hey, komm schon. Wir sind eine Familie. Sie kann doch nicht wichtiger sein als das. Oh yeah. Zum zweiten Bosskampf oder was? Jetzt sind wir Ellie. Ah. Mann. Hätte da auch eigentlich schon einen Cut machen können. War ja eigentlich alles gesagt. Ellie verliert. Die freuen sich, dass sie da ein neues Haus haben. Ah, yeah.
Constance. Okay, Constance. Jetzt müssen wir nur... Oh, in dieser Straße waren wir schon letzte Woche. Dass du wirklich dafür eine Pistole eingetauscht hast. Es ist eine Spur. Nie im Leben hat der Typ hier Fireflies gesehen. Hör auf. Ich habe dabei ein gutes Gefühl. Tja, ich aber nicht. Komm schon. Steph hat wieder Haare. Und jetzt? Was machen wir jetzt hier? Müssen wir irgendwas suchen? 24, 10. Auf der Seite ist es nicht. Alle gerade. Was? Alle geraden? Draußen ist was. Was? Wo? 24, 25 oder was? Die Musik wird bedrohlicher. Oh. Oh. Oh je. Jetzt geht das wieder los. Da habe ich noch nicht mal einen Pfeil. Bewegung! Oh. Jawohl. Gut gemacht. Ach, da ist noch einer. Kumpel. Schönen Tag. Okay. Okay. Sieht gut aus. Vielleicht. Aber Freunde, irgendwie hat sich... Irgendwie... Komisches Graffiti. Ist was mit der Steuerung. Ich weiß auch nicht. Ist das von den Fireflies? Nein. Jedenfalls nichts, was ich erkenne. Weiß nicht, ob die Steuerung irgendwie... Die Steuerung ist irgendwie ein bisschen komisch. Gerade. Die schwenkt voll schnell. Weil... Ob es da draußen noch Fireflies gibt? Ja. Was meinst du, machen sie gerade? Weiß nicht. Sie wollten immer die Gesellschaft wiederbeleben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Voll schnell hier so diese... 24, 29. Diese Schwenke. Zu weit. Der schwenkt so ein bisschen nach. Das ist das Problem. Ja, warte, 24, 25 suchen wir. Ist nicht hier. Ja, können wir hier hin. Mal sehen. Komm, Hulk. Reicht schon. Okay, ab dafür. Hier geht eine Entdeckung. Wer weiß, was hier ist? Sieht verlassen aus. Ja, das hast du, da hast du recht. Such weiter. Hier? Okay. Ah ja, jetzt können wir auch wieder looten. Achso, du gehst gar nicht mehr in der Hocke. Okay, dann brauchen wir das ja auch nicht. Die Steuerung ist ganz komisch gerade. Wir haben nichts verändert. Da haben wir noch was. Oder auch nicht. Hier ist auch nichts. Was sagst du wegen dem Garten? Mal, lass uns mal hier gucken. Sperrt. Wow. Vielleicht geht es woanders rein. Ja, ja, das ist... Bist du etwa optimistisch? Ich versuche zu helfen. Du hilfst immer. So, was haben wir hier? 24, 25, Constance. Ja. Wir sind da. Okay. Okay, aber hier ist nichts. Das wissen wir noch nicht. Ja, nimm das. Nimm es. Nimm es doch. Die Steuerung, die macht gerade echt, was sie will. Also wenn das so weitergeht, dann muss ich gleich einmal pausieren. Das Spiel neu starten. Dann gehen wir hier. Ah. Wollten wir jetzt hier rein, oder was? Ich glaube ja. Nada.
Wirklich gar nichts? Ein Schuss. Sei mal etwas. Das noch. Hier ist auch nichts. Nö. Sieht schlecht aus. Ich will die Tür jetzt aufmachen. Ah, hier ist nichts, definitiv. Vielleicht da hinten in dem Schuppen. Vielleicht da. Okay, einmal aufreißen. Komm, reiß auf. War nichts. Nur Sachen zum Herstellen. Rasenmäher, super. Was jetzt? Wo muss ich denn jetzt hin? Hier ist nichts. Okay, da kannst du nicht rüber, also müssen wir wieder ins Haus. Lev, ich glaube, wir sind hier fertig. Nein, warte. Nein? Was gefunden? Schleifspuren. Kratzer. Ah, lass uns mal, komm. Kusch. Busch. Busch. Ja, komm. Jetzt kriegen wir einen Schuss in den Rücken. Ah, ne, da nicht. Hallo? Okay. Hier ist nichts. Oh, voll, warte mal. Hier war schon lange keiner mehr. Da muss ich dir leider recht geben. Nachladen hat nichts gebracht, alles klar. Hey, was haben wir denn hier? Alles in allem eine hübsche Bruchbude. Na, das stimmt. Eine Weile hier. Ja, was kann man? Das ist die Dusche, oder? Mhm. Nur für den Fall der Fälle. Wer weiß, was noch alles kommt. Ah, da liegt noch was. Nehmen wir die Schere mit. Klebeband auch. Links am Tisch habe ich gerade auch noch was gesehen. Sie hatten hier unten Strom. Schau dich um. Bestimmt Solarstrom. Oh. Und jetzt? Gehen wir nochmal hier hin. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht. Siehst du irgendwo ein Rufzeichen? Ein was? Eine Liste mit Zahlen und Buchstaben. Hm. Scheiß drauf. Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Bitte komm. Ist da draußen jemand? Was ist das? Das sind Frequenzen. So, so. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Ist da draußen jemand? Sind das andere Firefly-Außenposten? Ich weiß nicht. Kann mich jemand hören? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Hallo?
Hallo. Hallo? Keiner da. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hallo, hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Wird die letzte Frequenz sein. Wenn mich jemand hören kann, bitte antworten. Bitte komm. Hi, Abby. Wir hören dich klar und deutlich. Von wo in Santa Barbara meldest du dich? 2425 Constance. Wir haben von dieser Basis gehört, aber hier ist niemand. Wir suchen Fireflies. Ich bin ein Firefly. Wo warst du stationiert? Ich gehörte zum Salt Lake Außenposten. Wer hat die Einrichtung geleitet? Dr. Jerry Anderson. Er war mein Dad. Das gibt's ja nicht. Wir haben alle von den Außenstellen zurückgerufen und wieder zum Hauptquartier gebracht. Wie viele von euch sind dort? Ungefähr 200 Leute. Geil. Jeden Monat werden es mehr. Owen hatte recht. Bald kommen noch zwei dazu. Wie finden wir euch? Kommt zu Kathleen Island. Geht zu dem großen Kuppelbau in Avalon. Wir finden euch. Okay. Okay, wir sehen uns bald. Ende. Ich freue mich drauf. Viel Glück, Abby aus Santa Barbara. Over. Ah. Komm, wir gehen zurück zum Segelboot. Okay, gut. Du hattest recht. Wie war das? Warum soll ich mich immer wiederholen, wenn ich falsch liege? Weil ich mich dann besser fühle. Und weil es so selten passiert. Ich muss mich hier gerade echt auf die Steuerung konzentrieren. Ich wusste es. Irgendwas musste da wieder passieren. Ich wusste es. Oh wow. Oh wow. Stopp! Stopp! Bring sie nicht um! Fesselt sie! Komm her. Komm her, lass mal sehen. Bereit? Hey, was wird das? Warte, warte! Ah! Scheiße, Mann! Alles gut. Hol dir den Kleid. Was ist denn? Wag es nicht, ihn anzufassen! Shit. Ganz schöner Glücksfall, was? Bin ich denn da jetzt wieder reingeraten? Jetzt mal ohne Spaß. Ah je. Jetzt sind wir wieder Ellie. Jetzt ist aber auch ein Hin und Her. Was machen wir jetzt? Befreien wir jetzt. Als nächstes hin. Befreien wir jetzt Abby oder was? 2425 Constance. Ja, das muss es sein. Geh da nicht hin. Keine gute Gegend. Die Nachbarn sind sehr unfreundlich da.
Also, die guten Infos, gegen die ich diese Fische eingetauscht habe, haben sich als Schwindel herausgestellt. Trotz der ständigen Sackkassen sagt mir mein Bauchgefühl, dass die Fireflies in Santa Barbara sind. Irgendwo. Ich kann deinen sarkastischen Kommentar darauf direkt hören, also halt die Klappe. Ich gehe einem anderen Tipp in den Vororten nach. Wünsch uns Glück. Ich habe nachts mit Lev am Feuer gesessen, mir die Wellen angeguckt und an dich gedacht. Ich habe ihm deinen blöden Witz über die Oma auf dem Skateboard erzählt. Er musste so lachen, dass er sein Essen ausgespuckt hat. So fröhlich habe ich ihn noch nie gesehen. Du fehlst mir. Dir hätte es hier gefallen. Es gibt keine Städte, nur kleine Karawanen, die sich die Küste hoch und runter bewegen. Angeblich ist Santa Barbara verflucht, so wie das Bermuda-Dreieck. Ich finde es wunderschön. Ich habe neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte Punkte. Ist es deine Art, mich zu ärgern? Okay. Ja, Freunde, ich würde aber sagen, jetzt machen wir uns mit Ellie wieder auf den Weg. Ich kann mir denken, was passieren wird. Deswegen wird es wahrscheinlich wieder sehr lange dauern. Und deswegen habe ich mich jetzt gerade spontan dazu entschieden, dass wir hier den Cut machen. Und dann mit Ellie in das letzte Abenteuer dann in der nächsten Folge gehen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.